Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unserer First Order Edition. Wir haben in der letzten Episode die Mordkämpfe freigeschaltet und Stufe 50, was damit natürlich einhergeht, und sind jetzt dazu in der Lage, unsere Charaktere zu modden. Und genau das werden wir in dieser Episode gemeinsam machen, damit ihr erst einmal ein Gefühl dafür bekommt, wie das funktioniert. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Überraschungen vorbereitet. Also starten wir jetzt in die Action. Los geht's! Okay, Freunde, fangen wir also an mit den Mods. Und dafür gehen wir zuerst einmal zum guten Sepp. Und dann seht ihr, dass hier Mods sind. Da klicken wir dann rein und da haben wir die Möglichkeit, hier die Mods zu bearbeiten. Hier könnt ihr auf das Minus klicken und dann auf Erweitert. Dann seht ihr die Basisansicht. Falls ihr diese Ansicht habt, die ist nervig, geht hier lieber auf Basis und dann habt ihr die erweiterte Ansicht hier. Die ist wesentlich besser. Und zuallererst einmal gucken wir, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir alle Mods, die in den Viereckslot passen. Hier bei Dreiecks alle Mods, die in den Dreieckslot passen. Dann haben wir noch, Pfeil meine ich natürlich. Dann gibt es hier noch Dreieck, Raute, Kreis, und Plus, ja. So, und wir wollen ja alle unsere 5 Charaktere ausrüsten mit Mods. Jeder von den Charakteren soll erst einmal Mods haben. Da ich Modkämpfe in der letzten Episode freigeschaltet habe und diese Episode gleich im Anschluss aufnehme, habe ich nicht mehr viel Energie und viele Sim-Tickets. Also werden wir erst einmal das Nötigste farmen. Wenn ich jetzt also hier reingehe, dann sehe ich, ich habe hiervon mehr als 5. Hiervon habe ich 4, also brauche ich einen Pfeil. Hiervon habe ich 4. Hiervon habe ich 4. Davon habe ich 2 und davon habe ich 3. Also wir machen jetzt im Pfeil, Dreieck und Raute jeweils eine Mod, okay? Pfeil, Dreieck, Raute, jeweils eine Mod. Also gehen wir jetzt hier hin. Pfeil, simmeln wir mal. So, haben wir eine bekommen, sehr gut. Dann Dreieck, haben wir gesagt, und Raute, jeweils eine. Deswegen mache ich überall nur 1, weil da droppt auf jeden Fall immer eine. Die könnten grün sein, die könnten silber sein, oder grau sein, beziehungsweise, ne, das ist in Ordnung. Wir kriegen sogar Fähigkeitsmaterialien dabei und halt immer Mods. So, wie das dann funktioniert mit den Sets, erkläre ich euch auch gleich. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir von den anderen benötigen. Hätte ich mir natürlich auch gleich merken können, aber das wäre ja zu einfach. Also ich nochmal ganz kurz zu Sepp, so. Und, dem seine Mods werden wir ganz kurz mal entfernen. Ja genau, wir haben die entfernt, sehr gut. Das kostet uns dann zwar Gold, aber das ist erstmal nicht schlimm. Credits. Jetzt haben wir hier 5. Hier haben wir 5. Hier haben wir 5. Und ihr seht, wir haben von denen hier, das ist leider eine Zähigkeit-Mod. Also wir brauchen Dreieck, Raute und von denen hier brauchen wir jeweils nochmal eine Gesundheitsmod. Kreis brauchen wir 3 und plus 2. Also 1, 1, 1. 3, 2. Okay. 1, 1, 1. 3, 2, 8 Stück. Okay, das müsste reichen. Wir haben 13 Tickets. Sehr schön. Also, was haben wir gesagt? Hier von 1. So, machen wir das mal schnell. Wunderbar. Hier von 1. So. Sehr schön. Dann hier von 1. Ich mache das Ganze jetzt extra so umständlich. Hier von 3, haben wir gesagt, ne? Ah, ich kann nur noch 2 machen. Ich habe nicht mehr genug Mod-Energie. Ah, das ist ärgerlich. Man kann übrigens zu 50 Kristalle das Ganze aufladen. Ihr kriegt auch noch 20 Sim-Tickets. Das funktioniert wie normale Energie. Normalerweise sollte man das nicht tun. Ich mache das aber jetzt hier zu Demonstrationszwecken. Okay? Eigentlich lohnt sich das nicht, das aufzuladen. Aber ich mache das für Demonstrationszwecken jetzt für euch. Ich kriege auch noch Sim-Tickets und extra Energie. Und dann kann ich hier weitermachen. Ich könnte auch eigentlich einen Tag warten. Das wäre wahrscheinlich klüger, einfach einen Tag zu warten. Aber jetzt kann ich euch zumindest ein bisschen was zeigen hier und kann notfalls noch ein paar Mods nachfarmen. Ich habe auch Sim-Tickets bekommen, die kann ich auch noch gebrauchen. Also ist das nicht so schlecht, ne? Aber nicht das Ideale, nicht der Idealfall jetzt hier. Okay, so. Ihr seht, wir haben jetzt von allen mindestens 5 Stück. Das heißt, ich kann alle meine 5 Phönix-Charaktere ausrüsten mit diesen Mods. Und wir gehen zuerst einmal zu Ezra, weil der soll die besten Mods bekommen. Da möchte ich euch nämlich alles erklären. Das ist nämlich unser Haupt-Damage-Dealer. Darum muss der überleben. Der soll richtig einschüchternd stark sein für die Gegner. Also gehen wir jetzt mal hier rein. Und wenn ich jetzt hier auf das Viereck gehe, dann seht ihr, dass ich hier meine Viereck-Mods habe. Und die sind ziemlich gemischt. Für Ezra macht es Sinn, sowas zu nehmen wie zum Beispiel kritische Trefferchance, erhöhter Schaden. Aber wir können kein Set bauen. Denn zum Beispiel erhöhter Schaden
würde bedeuten hier, um ein Set-Bonus zu bauen, das heißt, ich bräuchte 4 verschiedene Mods, die zu diesem Set gehören mit erhöhtem Schaden. Da kriegt Astra 7,5% erhöhte Angriffskraft, aber ich brauche 4 Stück davon. Und ich habe nicht 4 Stück davon, weil ihr seht, bei den anderen habe ich nichts mehr. Das ist bloß die Viereck-Mod, wo ich diese ganze Auswahl habe. Deswegen bleibe ich erstmal nur bei dem Gesundheitsset, das ist sowieso das Beste. Und wir haben hier ein ganz starkes Gesundheitsset, also ne, 4-Sterne-Mod. Ist schon mal sehr gut. Und ihr seht, bei Gesundheit brauche ich nur 2 Stück, um 5% extra Gesundheit zu bekommen. Und wenn ich jetzt 6 Mods anlege, dann habe ich 2 Stück für extra Gesundheit, nochmal 2 und nochmal 2. Also ich kann 3 Zweier-Sets Gesundheit anlegen. Und das mache ich jetzt für Ezra. Wichtig ist, dass wir uns die Mods anschauen und gucken, ob die irgendwie Tempowerte geben. Ob da irgendwo hier unten bei den sekundären Werten Tempo mit dabei ist. Bei den grauen Mods ist kein sekundärer Wert dabei, bei den grünen ist immer schon einer revealed, bei den blauen sind schon 2 revealed. Und wir gehen jetzt hier auf eine graue Mod, gehen auf Verbessern und erhöhen mal um 3 Stück, denn da kommt ein neuer Wert hinzu. Angriffskraft ist gut. Machen wir nochmal um 3 Stück. Auf die Stufe 6 kommt Gesundheit mit hinzu. Das ist auch in Ordnung. Leider ist kein Tempo mit dabei. Normalerweise würde man die Mod verkaufen. Aber ich will natürlich sowieso, deswegen mache ich das mal ganz kurz hier, ich will natürlich sowieso alle Mods erstmal anlegen. Mods kann man slicen, was das bedeutet, erkläre ich euch im Laufe des Let's Plays später. Also jetzt, das allererste Modset, das wir für unsere Charaktere anlegen, werden wir sowieso komplett so nehmen, wie es ist, weil wir haben keine andere Wahl, wir haben nicht viel Mod-Auswahl, ne? Pfeilmods haben die Möglichkeit, als primären Wert Tempo zu geben, wie diese hier, die gibt plus 2 Tempo, seht ihr? Und für Ezra ist Tempo wichtiger als dieser Bonusschutz hier. Da ist zwar auch Tempo mit drin als sekundärer Wert, aber wenn ich diese Mod jetzt hier verbessere auf Stufe 15, dann gibt die plus 19 Tempo. Das ist sehr gut. Also gebe ich dir jetzt mal hier Ezra. Er hat damit als extra Bonus-Tempo bekommen. Superklasse. So, ich ignoriere das mal, was der uns gerade sagt. Hier ist ein Set-Bonus, genau richtig. Dann wird uns der Set-Bonus erklärt. Also wenn man jetzt hier draufklickt hier unten, dann kann man sich die Set-Boni angucken. Was die geben. Wie viele Mods von einem Set man braucht und was die insgesamt geben. Ne? So, danach gehen wir auf das Dreieck und gucken mal, ob hier irgendwas dabei ist, was Tempo gibt. Und beziehungsweise gucken wir uns die primären Werte an. Da ist Tempo mit dabei, das ist gut. Die Raute gibt immer Abwehr als primären Wert. Da ist aber Tempo mit dabei. Ich hätte aber was mit Gesundheit hier wieder gerne. Und da ist auch Angriffskraft mit dabei, das ist in Ordnung. Wir gehen mal auf Verbessern. Und ich ziehe mal gleich um 15 hoch. Super, da ist ganz viel Gesundheit und Schutz mit dabei. Sehr gut. Super, klasse. Ihr seht hier dreimal Schutz, also 1099 Schutz. Perfekt. Weisen wir das auch mal zu hier. Super, klasse. Dann hat Ezra sofort Bonusschutz bekommen schon. Und dann gucken wir mal hier. Da ist Tempo mit dabei und Schutz, das ist gut. Ihr wisst ja, wie gesagt, Ezra ist mein Hauptangreifer und ich möchte, dass er möglichst viel überlebt. Ich mach mal, ups, ich weiß das Ding mal zu und verbessere das hier ebenfalls. Sehr schön. Man könnte jetzt sagen, eigentlich macht es mehr Sinn, diese Mods hier, die Bonusschutz geben und zum Kram, die an Tanks zu geben. Aber unsere Tanks werden sowieso noch stark genug. Deswegen muss es erst einmal nicht sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Zähigkeit, Effektivität, brauche alles nicht. Schutz ist gut. Gesundheit ist auch gut. Ich gehe mal hier auf Gesundheit. Verbessere das Ding mal. Da kriegt er nämlich prozentual mehr Gesundheit. Und auch noch Angriffskraft mit dabei. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch was anderes ist. Da ist mit Schutz. Ich verbessere das auch mal. So. Ich nehme das Ding. Das gibt dir nämlich erhöhten Bonusschutz. Und auch Angriffskraft. Weisen wir das mal zu. Da müsste er ja mehr Schutz haben, oder? Kann ich mir jetzt mal die Werte angucken? Nope, ist immer noch 1090. Okay. Gehen wir lieber das mit Gesundheit. So, zuweisen. Sehr gut. Und dann hier nochmal etwas. Gesundheit, Schutz. Schutz, Schutz. Okay. Gesundheit, kritische Trefferchance, auch gut. Wir verbessern das Ding mal hier. Super. Da ist auch nochmal Schutz mit dabei, 132 extra. Okay, ihr seht, was jetzt passiert ist. Ezra hat mehr Gesundheit. Weil ich all diese Mods angelegt habe, hat er dreimal, seht ihr unten, dreimal das Gesundheitsset bekommen. Einmal, zweimal, dreimal. Ne? Und hat deswegen mehr Gesundheit. Er kommt jetzt auf 10.000 Gesundheit. Außerdem hat er Bonusschutz bekommen aufgrund dieser Gegenstände hier. Moment, das gibt Bonusgesundheit. Das hier, das gibt Bonusschutz und das gibt auch Bonusschutz, ja? Also hat Ezra jetzt sogar Schutz. Und durch Zap erhöht sich dieser Schutz ja noch weiter. Er hat mehr Tempo bekommen, weil wir hier oben Tempo drin hatten in dem Fall. Ist dadurch auch schneller geworden, das ist gut, kann also mehr Schaden machen. Und alle anderen Werte sind erst einmal relativ egal. Auch sein Schaden ist gestiegen, seine kritische Trefferchance ist ein bisschen gestiegen und so weiter. Wir bestätigen alles mal hier für Ezra. Und damit ist der also jetzt ein gutes Stückchen stärker geworden als vorher. Der hat jetzt nämlich hier eine, kann man das hier irgendwo sehen? Ist seine Kampfkraft irgendwo? Weiß gar nicht, wo das angezeigt wird. Aber ist doch egal. Na gut. Jedenfalls hier Ezra, ne? So, gut. Und als nächstes machen wir Kanan. Bei Kanan ist eigentlich relativ einfach. Der braucht einfach nur viel Schutz. Ihr seht, hier sind jetzt die Mods, die zugewiesen sind. Und wir wollen aber filtern und sagen nur Mods, die nicht zugewiesen sind, ja? Hier, nur nicht zugewiesene Mods. Sehr gut. So, dann gehen wir hier rein
Und dann machen wir als nächstes das gleiche mit Kanan und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Okay, Freunde, ich habe mich entschieden, doch erstmal mit Hera weiterzumachen. Habe erstmal alle Mods, die ich irgendwie habe, hier verbessert auf Stufe 15. Ich bin einfach hingegangen, habe eine Mod angeklickt, bin auf Verbessern gegangen und habe die hochgezogen. Und das ist nicht zum Nachmachen bestimmt, beziehungsweise ich mache das jetzt hier alles nur am Anfang so, ne, weil das mein allererstes Mod-Set ist und ich eben das Maximum rausholen will aus diesen Mods, die ich habe. Und die Mods werden nach und nach ersetzt. Dann gibt es dann Strategien, wie man richtig farmt. Die erkläre ich euch auch noch. Wir gehen aber erstmal hier auf Sortieren und sagen, wir wollen nach Tempo sortieren. Denn ich möchte gerne, dass Hera möglichst schnell wird, zum einen. Und dann bleiben wir jetzt mal hier. Wir sehen, die Mods, die jetzt ganz vorne sind, sind die, die uns am meisten Tempo geben. Ja? Hera soll nämlich möglichst schnell werden, damit sie möglichst oft dran ist. Also weise ich jetzt mal hier zu. Superklasse. Hier oben ebenfalls. Da ist Schutz drin. Ne? Schutz und Tempo. Das gebe ich hier auch. Das ist okay, weil ich habe sonst nichts anderes, was schnell ist. Das Ding hier könnte doch viel Tempo geben. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Verbessern. So, seht ihr, das gibt nämlich dann plus 30 Tempo hier. Das ist eigentlich ziemlich gut, aber es ist eine Zähigkeitsmod. Und die werden wir ein anderes Mal gebrauchen können. Wobei die außerdem noch Gesundheit gibt. Wisst ihr was? Ich gebe ihr das einfach mal hier. Sehr gut. So. Das Ding gibt ebenfalls Gesundheit. Mal ganz kurz gucken, was da jetzt bei rauskommt. Zähigkeit zu haben kann auch nicht schaden. Mehr Gesundheit, mehr Angriffskraft. Das ist in Ordnung. Das hier gibt plus 2 Tempo. Zähigkeit ist auch nicht schlecht. Ich gebe ihr das mal ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Mods hier, die Zähigkeit geben. Ja, die beiden geben ein Set mit Zähigkeit. Zähigkeit bedeutet, seht ihr hier, von 21 auf 43%. Das bedeutet, sie kann nicht so einfach mit Debuffs belegt werden. So, superklasse. Und Gesundheit ist ja trotzdem in diesen Mods mit drin. Also hat sie trotzdem noch was davon. Gucken wir ganz kurz hier. Die geben Tempo. Geben wir mal das Ding. Dann hier diese Mod. Plus 3 Tempo. Das ist okay. Mit extra Schutz noch. Superklasse. Und 15 Effektivität. Das ist auch gut. Weil Effektivität ist gut für sie, damit nämlich, wenn sie ihre Effektivität erhöht, ist die Chance höher, dass sie die Gegner entblößen kann. Und hier ist, glaube ich, egal, was ich gebe. Da ist Gesundheit. Da ist noch Bonusschutz mit dabei. Geben wir erstmal das da. Superklasse. Seht ihr, jetzt hat sie nämlich auch 319 Bonusschutz. Das ist besser als gar nichts. Und dann eben noch hier Bonusgesundheit. Und aufgrund ihrer Gesamtgesundheit erhöht sich dann wiederum ihr Bonusschutz, den sie von selbst bekommt. Und sie ist sehr schnell geworden. Super. Je schneller sie ist, umso schneller kann sie Charaktere vorschicken, wisst ihr? Und sie hat auch mehr Effektivität, um eben Gegner besser, also aufhalten zu können, beziehungsweise entblößen zu können zum Kram. Klarer Verstand? Gar nicht so schlecht. Mal schauen, ob ich hier, was ich da noch erhöhen kann. Gemeinsam stark ist auch ziemlich gut. Das gibt nämlich mehr Zugleiste. Was hat, bei Chopper dauert es noch ein bisschen. Ich mache jetzt bei ihr das da. Gemeinsam stark erhöhe ich für ihre, dass wir mehr Zugleiste bekommen. Super. So, als nächstes gehen wir zu Chopper. Der muss nämlich auch ein bisschen zäher werden. Und bei Chopper ist im Prinzip egal, was wir anlegen. Ich mache jetzt mal als primären Wert hier möglichst viel Gesundheit. So. Und jetzt gehe ich hier auf das Viereck und wir sehen dann, alles, was möglichst viel Gesundheit gibt, ist dann hier mit dabei, wenn da Gesundheitswerte sind. Und ich gehe mal auf Verbessern. Verbessere mal dieses Ding hier, diese Mod. Und die gibt sogar 7 Tempo. Das ist sehr gut. Und Gesundheit. Die weise ich mal ganz kurz zu. Ist wieder so eine Zähigkeitsmod. Was ist das hier für eine? Abwehr, Angriffskraft. Gehen wir da auch verbessern. Chopper kann auch Zähigkeit gut gebrauchen. Sehr schön, Abwehr auch noch. Geben wir die ebenfalls mal. Perfekt. So. Dann haben wir hier eine mit ganz viel Schutz. Und da ist auch noch Tempo mit dabei. Die werde ich ihm auch mal geben hier. Sehr schön. Und dann irgendwas wie das hier mit Schutz. Angriffskraft kann auch nicht schaden. Kritische Trefferchance. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Geben wir ihm das Ding mal. Wunderbar. Chopper muss nämlich auch viel einstecken können. Dass sie ebenfalls mit Bonusschutz, dass er in der Lage ist, viel einzustecken. Und hier auch nochmal Gesundheit, Schutz und so ein Kram, das weisen wir ebenfalls zu. Wunderbar, ne? Mehr Schutz, mehr Tempo, mehr Gesundheit. Generell alles ist ein bisschen besser geworden. Das ist sehr, sehr schön. Dass der auch erstmal ein Weilchen überlebt, ne? Ein bisschen besser überlebt. Dann ist Chopper auch mal abgehakt. Chopper, Hera und Ezra. Jetzt gehen wir zu Kanan. Und bei ihm ist eigentlich egal, ne? Der soll eigentlich auch hauptsächlich nur Gesundheit haben und so ein Kram. Schutz hier, geben wir mal, sehr gut. Sepp kriegt die schlechtesten Mods. Ganz einfach deswegen, weil der sowieso am meisten einstecken wird. Das gibt Schutz. 1 Tempo, es gibt 2 Tempo. Das gibt nur Schutz, okay. Kanan kann auch ruhig langsam sein. Sepp kann ruhig ein bisschen schneller sein. Sepp bekommt dann wieder die besseren Temposachen. Kritische Trefferchance, Angriffskraft, das gibt plus 2 Tempo, das gibt Angriff. Es gibt viel Abwehrsachen, dann geben wir ihm das Ding hier, sehr gut. Gucken wir mal hier, wie das hier aussieht. 1 Tempo, ups. Rückgängig, okay. So, Gesundheit 171. 117, plus 1 Tempo ist damit dabei. Nehmen wir mal das Ding hier, geben ihm das da, super.
Bei den zwei hier Zähigkeit und Effektivität. Wenn die Möglichkeit hat zwischen Zähigkeit und Effektivität, geben wir lieber Zähigkeit. Ich will lieber die Effektivität Zap geben, weil für Zap ist es wichtiger, Effektivität zu haben als für Kanan. Kanan senkt bloß den Angriffswert, aber Zap, geben wir ihm das Ding hier, sehr gut. Aber Zap muss Schaden machen und so ein Kram. Seht ihr, Kanan kommt sogar auf 13.000 Gesundheit mittlerweile. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir hier raus. Und nachdem das erledigt ist, gehen wir jetzt zu Zap und geben ihm den ganzen Rest, ja. Also ihr seht hier, wenn wir jetzt die Wahl haben, ich sortiere nochmal nach Tempo. Alles, was Tempo gibt, geben wir ihm, was den meisten Tempo gibt. Das meiste Tempo gibt, das Ding hier. Sehr schön. Hier ebenfalls, ne? Was das meiste Tempo gibt, geben wir ihm. So zuweisen. Auch hier wieder. Wenn wir die Wahl haben zwischen kein Tempo und Tempo, geben wir ihm Tempo. Hier ebenfalls. Lieber etwas, was ein bisschen Tempo erhöht. Wunderbar. Tempo ist immer am wichtigsten. Hier mit Effektivität. Und hier mit Schutz und Effektivität. Sehr schön. Ihr seht dann auch mehr Effektivität, mehr Gesundheit. Nicht allzu viel Bonusschutz bekommen, aber dafür ein bisschen mehr Tempo. Das ist super klasse. So. Awesome. Jetzt sind alle unsere Charaktere entsprechend ausgerüstet, ne? Und wir haben jetzt hier Erfolge und kriegen dafür, guck mal hier, Splitter für den Teiljäger der ersten Ordnung, für sein Schiff. Wunderbar, ne? Nehmen wir das mal an, weil wir nämlich Mods verbessert haben. Grandios, Freunde. Gehen wir nochmal ganz kurz hier rein und dann nehmen wir das Ding hier mit. Wunderbar. Nochmal eine Bronzium-Karte für ein bisschen Ausrüstungsgegenstände. Und dann sind die jetzt ausgerüstet, sind um einiges stärker geworden und wir können uns jetzt nochmal in die Arena wagen und gegen Teams kämpfen, die Stufe 50 sind, die vorher quasi unschlagbar waren für uns. Außer wenn der Ausrüstung Stufe 7 mit dabei ist, das ist nochmal ein riesen Power-Spike. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber zum Beispiel dieses Team hier, gegen das könnten wir mal kämpfen und das mal versuchen. Da ist ein Boba Fett mit dabei, der hat uns früher mal sehr zu schaffen gemacht. Mal schauen, wie wir uns jetzt schlagen mit unseren neuen Mods. Die Gegner haben auch Mods und wenn die besseren Mods haben als wir, haben wir ein Problem. Aber wenigstens haben wir jetzt eine realistische Chance. Okay, also Chopper greift zuerst an. Und ihr seht, wir haben sofort wesentlich mehr Gesundheit in unseren Charakteren hier, ne? Wir schicken jetzt mal Ezra vor. Wunderbar. Er macht Schaden auf uns alle. Er macht ebenfalls Schaden auf uns, okay? Wir greifen jetzt weiterhin ihn hier an. Wir müssen halt aufpassen, weil der jetzt gleich provozieren wird. Ah, er kann nicht provozieren, okay? Wie ist das mal? Saugt an uns, das passt. Wir nehmen ihm mal ganz kurz seine Buffs hier. Hinter Chopper hat diesen Angriff überlebt. Der wäre früher wahrscheinlich draufgegangen bei diesem Angriff. Vader greift an, und zwar Ezra, das passt. Wir springen jetzt mal auf ihn drauf hier, haben ihn fast erledigt, greifen mit Zap mal an. Wunderbar, dann wurde er einmal besiegt. Kylo greift an, wir greifen jetzt mit Chopper ihn ja an, sehr gut. Und Visas Mar greift an, okay, hat Verteidigungsdurchdringung gegeben, greifen wir jetzt mal hier Probe an. Und wir müssen auf Chopper aufpassen langsam. Kanan kann jetzt endlich provozieren, das ist super klasse. Und dann würde ich mal sagen, greifen mit Ezra normal an, sehr gut. So, als nächstes müssen wir Visas Mar unbedingt killen, weil Visas Mar ist in der Lage, jemanden wiederzubeleben. Und das wollen wir nicht, wenn sie denn die Zeit dazu bekommt. Und ihr seht, Kanan ist schon ziemlich tanky mittlerweile. Wir machen jetzt mal das hier und schicken mal Ezra vor. Sehr gut, auf Kylo. Geht halt nicht anders gerade, ne? Weil er gerade provoziert. Und Ezra kann auch sonst nichts dagegen tun im Moment. Wir schicken mal Hera vor. Dann kriegen wir nämlich Bonuszugleiste. Wunderbar. Dann entfernen wir seine Buffs. Und greifen jetzt sie hier an. Arbeiten weiter an Visas Mar. Und ihr seht, die Effektivität von dem guten Zap macht sich gleich bemerkbar. Sehr gut. Jetzt greifen wir Kylo an. Und wir hätten halt vorher... Ah, wir greifen am besten Vader an. Wir hätten halt vorher nicht die geringste Chance gegen dieses Team gehabt. Nicht die geringste, Freunde. Aber dank Mods haben wir diese Chance mittlerweile. Guck mal hier, die Konter gegen ihn. Machen wir den platt. No! Jetzt schicken wir Ezra vor wieder. Zack, Nummer 1. Nummer 2 ging leider daneben. Wir greifen jetzt mit ihm an. Sidious hat eine höhere Chance, den Angriffen von Jedi auszuweichen. Deswegen ist es so schwer, ihn zu treffen. Greifen wir jetzt mal hier mit ihm an. Wunderbar. Und können ihn entblößen. Sehr gut. Nochmal ein Angriff auf Kylo, bitte. Ging daneben. Springen wir auf ihn drauf und nehmen ihn damit sein Zeug. Beziehungsweise er bekommt es auch immer gleich wieder. Okay. Jetzt hat er es verloren wieder. Das ist gut. Greifen wir ihn mal an. Wieder mit Hera hier. Kylo ist halt immer ziemlich zäh. Aber er ist nicht unbesiegbar. Schicken wir jetzt mal Hera vor hier. Superklasse. Und er bekommt weniger Schaden durch prozentualen Gesundheitsschaden. Ne? Also entblößen bringt bei ihm nicht viel. Trotzdem haben wir ihn erledigt. Superklasse. Awesome. Wir sind jetzt viel schwerer zu besiegen für die Gegner. Und können jetzt auch viel leichter, viel höhere Ränge erspielen. In der Arena. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir können auch Teams besiegen, die wir vorher nicht schlagen konnten. Oder auch Teams wie dieses hier können wir vielleicht bekämpfen oder so. Wisst ihr? Das ist also, wie gesagt, ein riesen, riesen, riesen Power-Spike für uns gewesen. Und ich habe jetzt noch genug Mod-Energie übrig. Ich könnte jetzt noch Mods farmen. Und, beziehungsweise ich wollte gar nicht hierhin, sondern zu den Mods. Und, die Sache ist die. Die Mods, die ich farme, sind erst einmal hauptsächlich Gesundheitsmods. Ja? Und dazu kommt, dass diese Gesundheitsmods hauptsächlich Tempo beinhalten sollten. Ihr seht, mögliche Primärwerte, was die haben können.
Und dann gibt es eben noch sekundäre Werte. Und sekundäre Werte sind nicht Primärwerte, sondern das sind eben die anderen Werte unten drunter. Und da kann Tempo mit dabei sein. Und wenn da Tempo mit dabei ist, sind diese Mods wesentlich besser. Als die Mods, die eben keine Tempowerte haben. So, ich habe jetzt noch 26 Sim-Tickets und die würde ich gerne ausgeben für Ausrüstung. Denn ihr wisst, ihr müsst unser Phoenix-Team noch entsprechend verbessern. Und ich fahre mir erst einmal diese Gegenstände hier. Seht ihr? Denn die geben erhöhte kritische Trefferchance. Zap und Chopper brauchen die. Und deswegen mache ich jetzt mal hier weiter. Mach das mal in 5er-Schritten. So, wunderbar. Nummer 1. Da haben wir 4 Stück bekommen. Ich brauche aber insgesamt sowieso 20 davon. Also kann ich alles ausgeben, was wir davon haben. Alles ausgeben an Mods, was wir haben. Sehr gut. Super. Ne? Auch das mit den Tickets haben wir erledigt. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zum guten Zap. Denn der hat nämlich, wenn wir ihm das geben, eine erhöhte kritische Trefferchance. Er kann das gut gebrauchen. Und ausrüsten und viele andere Gegenstände. Den können wir zum Beispiel anlegen mittlerweile. Können wir jetzt farmen und anlegen, weil er mittlerweile Stufe 50 ist. Aber viele andere Sachen sind erst mit 51 verfügbar. Aber wir kommen ja relativ schnell voran, was das angeht. Ne? So, dann würde ich sagen, wir werden... Genau, wir gehen jetzt hier zu der hellen Seite und machen dort die Kämpfe der hellen Seite auf hart. Denn jetzt haben wir ja Mods und sind in der Lage, hier durchzukommen. Und ihr seht, wir können auch hier erst auf Stufe 54 weitermachen. Also werden wir das jetzt erst einmal durchziehen. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Ich habe sowieso mehr als genug Energie. Also, auf geht's. Und wen nehmen wir mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen hier 65 Großmeister Yoda mit. Sehr, sehr cool. Es geht im Prinzip nur darum, dass wir hier auf dem neuesten Stand sind und dann eben in der Lage sind, sämtliche von diesen Dingern zu farmen, von diesen Gegenständen. Und ihr merkt schon, wir haben wesentlich mehr Bonusschutz jetzt hier, ne, durch Selbstfähigkeit, weil wir eben mehr Maximalgesundheit haben. Vor allem bei Ezra ist das enorm. Und es ist halt wichtig, dass Ezra überlebt, weil der eben in der Lage ist, den meisten Damage zu machen. Der ist ganz, ganz wichtig für uns. Der ist halt unser Haupt-Damage-Dealer, unser Main-Damage-Dealer. Jetzt aktuell ist es Yoda, weil Yoda mit dabei ist. Aber das ist halt eben so das eigentliche Vorgehen. Dass man hier dann immer Ezra vorschickt. Super. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig, wie ich euch erklärt habe, was ich bei den Mods gemacht habe. Es gibt Guides zu Mods. Ich habe auch schon mal einen Mod-Guide gemacht. Vielleicht mache ich auch noch mal einen. Wichtig ist erst einmal nur für euch, wenn ihr an diesem Punkt hier seid, dass ihr neu seid. Dass eben erst einmal wichtig ist, dass die Charaktere überhaupt alle ausgerüstet sind. Das ist viel wichtiger, dass alle Charaktere erst einmal gesund, vor allem das Phoenix-Team, dass die erstmal Gesundheitsmods haben. Das ist viel wichtiger als alles andere. Ne? Wir springen jetzt mal hier auf die Gegner drauf. Sehr gut. Dann greifen wir mal hier so einen an. Wunderbar. Den hier mit Chopper. Hat ihn erledigt. Dieser Chopper macht auch schon viel mehr Schaden. Jetzt kümmern wir uns um ihn hier. Fängt sich Konter. Sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, wir verteilen mal Buffs mit Yoda hier. Sehr schön, haben ein Gesundheitsschild. Und greifen ihn nochmal an. Jetzt hat er die Chance, dass wir ihn jetzt entblößen, ist wesentlich höher. Schicken wir nochmal Hera mit vor, kriegen Zugleiste und entblößen ihn zweimal. Deswegen machen wir so großen Schaden, betäuben ihn mal. Und weil Hera und Zap brauchen beide viel Effektivität. Und Hera muss nur schnell sein und durchhalten können. Und Zap muss eben in der Lage sein, viel Schaden zu machen. Der braucht auch noch kritische Trefferchance, kritische Schaden und sowas. Ne? Solche Dinge sind ganz wichtig für ihn. Und ihr seht, hier farme ich etwas. An dem Punkt hier kann ich die Dinger farmen, seht ihr? Diese Stun-Guns. Und deswegen ist es gut, dass ich diesen Kampf jetzt hier mache, damit ich eben in der Lage bin, diese Stun-Guns zu benutzen, diese Betäubungsgewehre, ne? Wir nehmen mal mit. Da ist keiner dabei, den ich mitnehmen will. Qui-Gon Jinn würde ich gerne mitnehmen, aber ist jetzt zu spät. Wir gehen nochmal in den Kampf rein. Gucken nochmal hier durch. Nehmen wir den 67er Yoda mit hier, sehr gut. Wir werden in den nächsten Episoden Palpatine und Thrawn freischalten auf 5 Sterne. Ob wir Thrawn schaffen, weiß ich noch nicht so genau, Freunde. Aber mir ist wichtig, dass wir zumindest Palpatine freischalten, erst einmal. Damit wir auch da schon mal die ersten Erfolge erzielt haben. Damit unser Plan, ihr seht, unser Plan geht nach und nach auf. Und jetzt mit den Mods können wir das schaffen. Es war wichtig, dass wir erstmal Mods freischalten. Es war wichtig, dass ich euch erstmal die Mods erkläre. Damit ihr versteht, was wir hier machen. Und jetzt nutze ich die restliche Zeit eben für normale Kämpfe. Die müssen wir sowieso machen, um eben Ausrüstungsgegenstände für unsere Charaktere farmen zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir auch immer aktuell Ausrüstung haben für unsere Charaktere. Und schnellstmöglich eben in der Lage sind, schnellstmöglich Ausrüstungsstufe 7 für unsere Charaktere zu bekommen. Weil ab Ausrüstungsstufe 7 bekommen unsere Charaktere nämlich noch mehr Schutz. Und dann wird das Phoenix-Team noch ungemütlicher für die Gegner. Sehr, sehr, sehr wichtig. Der hat die meiste Gesundheit, den entblößen wir ganz schnell. Jetzt klappt das mit dem Entblößen auch viel besser insgesamt. Deswegen machen wir jetzt hier gemeinsam die hellen Seitekämpfe. Die müssen sowieso gemacht werden. Und sobald ich wieder Mod-Energie und mehr Sim-Tickets habe, farme ich noch mehr Mods. Und die bekommen dann unsere dunklen Seite-Charaktere. Weil unsere dunkle Seite-Charaktere, wenn die dann Mods haben, dann kommen wir mit denen auch besser durch die dunklen Seitekämpfe durch. Das macht dann auch sehr, sehr viel aus.
und sind dann noch insgesamt mehr tanky, ne? Weil am Anfang muss man sich noch nicht so Gedanken machen über Mod-Sets, was es denn so alles für Kombinationsmöglichkeiten gibt, ob man lieber Verteidigung nehmen sollte oder kritischen Schaden, kritische Trefferchancen zum Kram, all diese Dinge. Darüber muss man sich erst noch keine Gedanken machen, das kommt alles erst später. Wichtig ist erst einmal nur, dass alle Charaktere Gesundheitsmods haben und möglichst viel als passive Werte, als sekundäre Werte möglichst viel Tempo mit dabei, ne? Das ist erstmal am wichtigsten. Alles andere kommt dann schon mit der Zeit, also macht euch da nicht zu viel Stress. Super, dann ist das erstmal erledigt, sehr gut. Und jedenfalls haben es jetzt die Gegner viel schwerer, uns irgendwie runterzudrücken, ne, in der Arena, weil wir jetzt eben auch Mods haben. Und auch hier, ne, diesen Gegenstand zum Beispiel können wir hier farmen, den brauchen wir ebenfalls, ne? Also gehen wir jetzt dort rein. Das sind halt harte Kämpfe hier, aber ist auch egal. Man kann die dann nebenbei farmen. So, wir nehmen mal, nehmen wir Eiler Security, nein, Eiler Security nehmen wir nicht mit. Gehen wir doch mal ganz kurz raus. Ganz raus hier, so. Okay. Ray. Wobei, wisst ihr was? Das Jerry's Ray haben wir schon mitgenommen. Mon Mothma ist auch ziemlich cool. Das ist ein 74er Anakin. Komm, wir nehmen von Aimawuki. Das ist ein cooler Name. Nehmen wir mal den Anakin. Mit den Jedi-Ritter Anakin hier. Sehr gut. Die Folge wird übrigens so lang, wie sie sein muss. Um, bis wir mit den hellen Seitenkämpfen durch sind. So lang, wie es sein muss. Super. Ihr seht, obwohl der halt diesen Level hat, hat er trotzdem nicht alle Gegner instant gekillt. Also ist immer noch relativ fair, was wir hier machen. Sehr schön. Und im Prinzip habe ich euch hier schon mal erklärt, dadurch, dass wir das hier machen und mal ein bisschen stärkere Verbündete mitnehmen, der Hauptvorteil davon ist halt, dass wir Zeit sparen. Weil wir normalerweise, wir würden ja sowieso hier durchkommen. Ihr seht ja, das Phoenix-Team ist fast unsterblich. So. Und ich werde es auch viel leichter haben mit diesem Team, weil die jetzt Mods haben, durch die ganzen blöden galaktischen Kriegkämpfe zu kommen. Also jetzt ist dieser Power-Spike erreicht. Für uns, meine ich, ne? Sehr schön, machen wir die erstmal platt, dann greifen wir hier so einen an. Wunderbar. Noch einmal auf ihn und schicken wir Ezra vor. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier und schicken einfach mal ihn hier vor, den guten Anakin. Und machen dann Schaden auf alle. Superklasse. Hier würde ich mal sagen, schicken wir Hera vor. Um ihn zu entblößen und dann anzugreifen. Sehr gut, dann ist der nämlich erledigt und dann greifen wir den hier so an und das war's. Super. Klappergestelle platt machen, macht mega Spaß. Wunderbar. Ihr seht, wir kriegen auch dafür Kristalle wieder zurück. Wir haben nur noch 55 Kristalle. Das sind halt sehr, sehr wenig. Aber es geht halt nicht anders im Moment. Hier kann man Salbar farmen. Das ist sehr, sehr gut. Salbar ist übrigens ein Charakter für die alte Republik. Den werden wir auch noch farmen. Definitiv. Für Jedi Ritter Revan. Der steht sogar ziemlich weit oben auf meiner Liste. Und der wird sehr viel Spaß machen. Oh, Press 1903 hat hier Hunter mit dabei. Und den nehmen wir gerne mit. Das Jedi Ritter Revan Team und Malak und so, ne, mit Darth Revan und so weiter, die stehen noch ganz oben auf meiner Liste mit dabei. Wir werden sehr viel Spaß mit denen haben. Springen wir auf ihn drauf hier. Können wir ihn killen? Nope. Können wir ihn jetzt killen? Sehr gut. Dann machen wir Schaden auf alle hier. Wunderbar. Er wird unsichtbar, aber es geht sofort wieder weg. Das Geile ist halt, dass die Flächenschaden machen. Und der ist gar nicht so übertrieben, dieser Flächenschaden, den die machen. Und wenn die das machen, kriegen die halt, ihr seht, ne, was ich gemeint habe. Schwacher Flächenschaden auf uns ist mittlerweile keine Gefahr mehr. Das heißt, so jemand wie beispielsweise Lando Calrissian oder so, der Flächenschaden auf unser Team macht, der wird höchstens eher draufgehen. Oder auch Anakin, wenn der seinen Schwarm, also seinen Flächenschadenangriff macht, ne? Wie seine Druckwelle zum Beispiel, der wird unser Team nicht mehr killen damit. So. Und wir greifen die einen nach dem anderen an, damit wir die eben schnellstmöglich ausschalten können. So, um die Überzahl zu reduzieren von diesen Gegnern. Damit die, wenn die dran sind, nicht allzu viel Schaden machen. Und ihr seht hier, guck mal, die machen nicht mal den Bodenschutz von Kanan weg. Hier, sehr gut. Wir müssen auch unbedingt an Kanans passiver Fähigkeit arbeiten, damit wir öfter kontern können. Denn je öfter, also wenn wir Kanans passive Fähigkeit erhöhen, erhöhen wir auch unsere Chance auf Konter. Mit der Zeit, das ist sehr, sehr wichtig, damit auch nicht immer nur ein oder zwei Leute kontern, sondern damit dann gleich das komplette Phoenix-Team kontert. Das ist dann richtig übel, wenn alle fünf kontern. Okay, da ist Dooku, wir schicken Zap vor, um Dooku, hat widerstanden, okay. Oh, das war der falsche Angriff, weil wir haben Dooku gekillt, super. Jetzt greifen wir, nein, den wollte ich gar nicht angreifen, ich wollte den da hinten dran angreifen. Da stand Poggle davor. Wir springen mal hier auf den drauf, auf dieses Klappergestell, super. Machen wir Schaden auf alle hier, sehr gut. Dann können wir nämlich die andere Klappergestelle auch nach und nach ausschalten. Super, erstmal den hier. Dann greifen wir doch mal an mit Ezra, dann ist der auch platt. Jetzt kümmern wir uns nur noch um den da. Und danach können wir uns um Poggle kümmern. Sehr gut. Hier, wir greifen an, da wird er entblößt. Super. Jetzt greifen wir normal an.
Hab Entblößt ausgelöst. Jetzt machen wir das hier und schicken sie vor, um ihn zu entblößen und greifen damit Ezra an. Machen zweimal Schaden, sehr gut. Er greift unseren Kane an, das ist in Ordnung. Greifen wir nochmal hier mit Hera an, dann ist er erledigt. Super. Boah, Freunde, ich bin so froh, dass wir es endlich geschafft haben. Dass wir endlich in der Lage sind, hier weiterzumachen. Es war so hart durchzuhalten, bis man endlich bei den Mords ist. Sehr gut. Ich will kein Ewok mitnehmen, ich gehe nochmal ganz kurz raus und dann wieder rein. So, guck mal ganz kurz, wer jetzt da zur Auswahl steht. Mon Mothma. Wir nehmen ein paar von denen. Wir nehmen nochmal diesen Hunter hier mit. Super. Er ist nicht so stark wie der Hunter, den wir vorhin hatten. Aber hoffentlich noch stark genug. Okay. Greifen wir die jetzt an. Ihr seht, die haben viel Gesundheit. Das entblößt natürlich sehr, sehr praktisch. Allerdings habe ich gerade den Falschen angegriffen hier. Und Hunter soll den mal bitte entblößen. Wunderbar. Konter, sehr schön. Oh, es waren gute Konter. Hier ebenfalls Konter. Wunderbar. Der ist noch entblößt. Den greifen wir auch gleich mal an hier mit Ezra. Superklasse. Wenn wir platt machen mit Kanan? Nope, aber Chopper kann ihn platt machen. Sehr gut. Jetzt ist der am gesündesten. Der wird entblößt von Hera und dann platt gemacht von Zap. Und den machen wir jetzt hier mit Ezra nieder. Sehr schön. Nächste Folge, Freunde. Nächste Folge werden wir Palpatine freischalten. Hoffentlich. Auf 5 Sterne erst einmal, ne? Das ist das Wichtigste. 5 Sterne. Denn, wir kriegen, wenn wir das machen, außerdem noch Kristalle nebenbei. Und wir werden Palpatine zwar nicht direkt benutzen, könnten es aber theoretisch tun. Wir könnten Palpatine ausbauen und dann dunkle Seitekämpfe und Arena-Kämpfe mit Palpatine und Vader machen. Und Tarkin und Thrawn und so. Das wäre halt saumäßig gut. Aber das mache ich nicht. Ich bleibe beim Phoenix-Team. Ich bleibe bei unserem Plan, weil unser Ziel ja die erste Ordnung ist. Und wir wollen keine Ressourcen an das Imperium verschwenden. Erst einmal. Ich mag das Imperium ja gerne. Ich finde die ja richtig cool. Aber es passt eben nicht zu unserem Plan, zu unserem aktuellen Spielstil. So. Piraten. Ich will unbedingt die Piratenfraktion haben, Freunde. Die sind ungefährlich, die hier. Die Vollstrecker. Die sind gefährlich. Die Leibwächter. Denn die, die Wächterdruiden. Denn die können Multi-Angriffe machen. Wir machen mal das hier und schicken Zap vor. Super. Der ist erledigt. Sehr schön. Jetzt greifen wir mit Zap ihn hier an. Können ihn auch platt machen. Killen den erst einmal. Jetzt machen wir die Kleinen hier platt. Die Vollstrecker, wie gesagt. Lassen Kane mal ein bisschen tanken. Das ist in Ordnung. Cad Bane hat das Tanken weggemacht. Das Provozieren. Und ihr seht, die schmeißen erst einmal Thermaldetonatoren. Das passt schon. Wir entblößen mal Cad Bane. So. Greifen ihn mal an. Superklasse. Greifen ihn nochmal an. Wir können ihn sogar relativ schnell platt machen eigentlich. Durch das ganze Entblößen hier. Entblößen ihn nochmal. Sehr gut. Kann ja auch kontern, ne? Aber es verwirrt. Jetzt kann er kann nicht mehr kontern jetzt. Greifen wir jetzt mal hier an. Und dann nochmal einen Angriff. Dann ist der auch erledigt. Dann können wir uns direkt um die anderen kümmern. Schicken jetzt mal hier Ezra vor. Wir haben gesenkte Genauigkeit hier. Cad Bane macht gesenkte Genauigkeit. Okay, den greifen wir an. Der ist betäubt. Sehr gut. Greifen mit Ezra mal hier an. Super. Entblößt und gleich ausgelöst. Und dann noch einmal bitte. Sehr schön. Den Angriff hier noch und dann sind die auch erledigt. Wunderbar. Und ihr merkt schon, wie viel stärker das Phoenix-Team jetzt geworden ist. Einfach nur, weil wir jetzt Mods mit drin haben. Und wie gesagt, wenn die Ausrüstungsstufe 7 sind und die haben da natürlichen Schutz, werden die doch viel besser. Oh, komm, hier kann man sogar Tech farmen. Das ist ja cool. Mon Mothma und Tech. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir nehmen diese Bastila mit von Rexel Alucard. Bastila ist Stufe 50. Das passt. Die passt ganz genau zu uns rein. Und verstärkt natürlich unsere Jedi noch mehr. Wir greifen jetzt den hier an, den B2-Druiden. Wobei das eigentlich ungefährlich. Komm, wir greifen erstmal die B1-Druiden an hier, die Klappergestelle. Das Gefährliche an den Klappergestellen ist nämlich, dass die so viele Bonusangriffe verursachen. Seht ihr, wenn einer angreift, greift immer noch ein anderer mit an. Und wenn die sich halt auf jemanden fokussieren, dann geht der halt sehr schnell down. Ich habe euch ja gesagt, Phoenix-Team ist sehr anfällig für sowas. Noch ein Angriff, sehr gut. Hier, Kanan kann den platt machen. Gehen wir zu dem da. Der kriegt schönen Flächenschaden, beziehungsweise kriegt schöne Konter. So, den Angriff hier, da machen wir den nochmal schnell nieder mit Bastila. Fähigkeitenblockade ist super. So, und ihr seht, Bastilas Anführerfähigkeit ist total overpowered am Anfang, weil es nämlich einen richtig fetten Bonusschutzschild gibt. Okay, greifen wir mal an mit Wanken, dann ist der erstmal raus. So, greifen wir den mal an. Hier mit ihr. Den springen wir mal drauf, sehr gut. Dann machen wir das hier, können ihn betäuben. Nope, leider nicht. Konter, wunderbar. Und ihr seht, wenn die halt jemanden fokussieren, ne, das ist schon hart. So, den hier, den greifen wir mal direkt an. Deswegen mag ich lieber, wenn die schwachen Flächenschaden machen, als wenn die starken Einzelschaden machen, weil starker Einzelschaden zwingt unsere Charaktere in die Knie, aber schwacher Flächenschaden, und Flächenschaden ist meistens schwach, sorgt dafür, dass wir kontern und nicht durch den Schaden sterben. So, hier geht es auch darum, möglichst schnell die B1-Druiden platt zu machen, die sind am gefährlichsten mit Abstand. Fähigkeitenblockade ist schon mal gut, aber wir müssen die trotzdem schnellstmöglich killen.
damit die Überzahl weg ist. Super. Greifen wir Chopper an, kritisch? Jawohl, sehr gut. Dann hier mit Ezra bitte, noch einmal. Wunderbar, wir haben gut Glück mit den Angriffen hier. Schick mal Bastila mit vor, die macht nämlich auch gut Schaden. Dann ist der ebenfalls erledigt und Bastila darf auch gleich Ezra mit vorschicken. Und der macht 2 Angriffe, perfekt. Super, läuft alles nach Plan hier. Kann ich den betäuben? Ah, seht ihr, Chopper kann nämlich Druiden hacken und betäuben. Sehr schön. Jetzt lassen wir ihn mal wanken und dann nehmen wir ihm seine Zugleiste und entblößen ihn doch gleich wieder. Lösen das Entblößen aus und er kontert, das ist in Ordnung. Können wir ihn betäuben? Leider nicht, schade. Greifen wir ihn mal normal an hier. Ausgewichen, entblößen ihn aber wieder. Es hat widerstanden. Verwirren wir ihn, er kann auch nicht mehr kontern. Dann springen wir auf ihn drauf, super. Und jetzt schmeißen wir ein paar Steinchen an den Kopf und er zeigt ihm sein Lichtschwert und sie ebenfalls. Wunderbar. Okay, Freunde, ich habe mein Ziel erreicht für diese Episode. Wir sind jetzt, was helle Seite angeht, komplett auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr zu tun für uns. Wie ihr sehen könnt, wir haben keine Sim-Tickets mehr. Und hier bin ich bei Hard durch und bei Normal ebenfalls. Erst mit 54 geht es hier weiter. Das ist der Punkt, den ich erreichen wollte. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die dunkle Seite Kämpfe. Da ist das ähnlich. Da haben wir nämlich hier die Kämpfe auf Hard bei 4 abgeschlossen. Und 5 werden wir jetzt durchspielen auf Normal. Dann noch 5 Hard, weil 5 dann erst wieder ab 59 verfügbar ist. Ja, 5, 6. Also werden wir die Kämpfe hier durchspielen mit unserem dunkle Seite-Team, wenn wir das verbessert haben, nachdem die helle Seite normal steht. Und Hard haben wir dann freigeschaltet, dann machen wir da auch weiter, ja. Dann machen wir da ein bisschen was, damit wir da zumindest auf dem aktuellsten Stand sind. Okay, super. Wir sind aber immer noch nicht ganz fertig, denn wir haben noch einen Arena-Kampf zu machen. Denn ihr wisst ja, für unsere Einsatzziele hier, übrigens danach gibt es nochmal einen Erfolg, weil wir Stufe 15 Hard abgeschlossen haben. 2 Vaders, dann haben wir 10 und 15 Kristalle, die können wir auch sehr gut gebrauchen hier. Und hier müssen wir noch weitere Kämpfe machen für die Arena. Deswegen gehen wir noch mal ganz kurz rein und schauen mal, gegen welches Team wir als nächstes kämpfen. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Sekunde. Wobei, wisst ihr was? Dieses Team hier ist so ein Team, das wir vorher nicht schlagen konnten. Wir könnten es mal versuchen, aber wir sind 54. Ich will mal ganz kurz gucken. Versuchen wir es doch mal gegen dieses Team. Diese Stufe 52 sind nicht allzu hoch und Rang 86 noch relativ hoch, weil das hier ist zu stark, das können wir nicht schlagen. Wenn wir sowas vorgesetzt bekommen, das können wir vergessen. Aber gegen dieses Team könnten wir es eigentlich schaffen, theoretisch. Wir müssen halt nur versuchen, schnellstmöglich den guten Anakin rauszunehmen. Der ist schon ziemlich tanky. Greifen wir ihn mal an. Wunderbar. Und der fängt sich jetzt hier ordentlich Konter, seht ihr? Und diesmal sitzen auch die Entblößen-Fähigkeiten. Wir greifen nochmal an und entblößen ihn wieder. Jetzt springen wir mit Ezra nicht drauf. Wir schicken Hera vor, kriegen dadurch Bonuszugleiste. Sehr schön. Er macht Fähigkeitenblockade auf uns. Sie heilt, das passt. Wir greifen die an, dann ist er betäubt worden. Der ist mir erstmal egal, der gute Mace. Und dann greifen wir mit Ezra an. Schicken noch einmal Ezra vor. Wie ihr sehen könnt, bringt das viel jetzt. Hier noch einmal, sehr schön. Greifen wir nochmal mit Kanan an. Wunderbar. Der wird gleich provozieren hier. Das passt aber, weil Chopper ist gleich dran. Wir machen mal Bonusschutz auf Kanan. Sehr gut. Greifen wir jetzt mal an. Es geht halt leider nicht anders. Chopper darf sein Provozieren entfernen. Nehmen wir Gegner auch Zugleiste. Und ich will jetzt hier gerne ihn ausschalten. Ah, fast, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Und ihr merkt schon, was unsere Charaktere jetzt... Ich greife normal an. Ihr merkt schon, was unsere Charaktere jetzt einstecken können. So, als nächstes machen wir sie hier platt. Ich mach sie mal, bring sie mal zum Wanken. Und wir hätten dieses Team ohne Mods nicht besiegen können. Ohne Mods wäre das in einem Zustand. Also, wenn die Gegner keine Mods haben, wir keine Mods, ne? Aber weil wir jetzt Mods haben, kriegen wir einen so großen Power-Spike, dank eben der passiven Fähigkeiten des Phoenix-Teams, dass wir halt hier voll durchfegen jetzt, ne? Und der wird es echt schwer haben, gegen uns zu gewinnen. Der wird es echt richtig schwer haben, dieser Spieler. Also mit diesem Team jetzt hier, für ein ganzes Weilchen. So, wir entblößen den mal, springen jetzt mal hier mit Astro drauf. Und ihr seht selbst Ben, der normalerweise schwer zu entblößen ist, mittlerweile, weil Hera so viel Effektivität hat, schaffen wir das auch. Awesome, Freunde. Das ist die Macht des Phoenix-Teams ab Stufe 50 mit Mods. Und wie gesagt, ab Ausrüstungsstufe 7 wird es noch härter. Noch stärker. Die sind zum Beispiel 48, die haben aber alle 7 Sterne, deswegen sind die so hoch in der Arena. Die könnten wir aber schlagen. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier, ne? Die sind alle Stufe, die sind kurz vor Stufe 7 und ab Stufe 51, 52 rum sind wir in der Lage, die auf Stufe 7 zu bringen und dann werden die noch ein ganzes Stückchen stärker werden. Super. Na gut, Freunde, dann werde ich jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. In der nächsten Episode werden wir hoffentlich gemeinsam in der Lage sein, Palpatine auf 5 Sterne freizuschalten und das wird großartig. Also vielen Dank und möge die Macht der Mods mit euch sein.